Was geht ab, was geht on? Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen, ja, Eternal Evolution Video. Und heute sind ein paar neue Events an den Start gegangen. Einmal hier Return to Giant Tower. Und da ich ja diesen Skur eh noch nicht habe, und ich den zumindest haben will, habe ich mich dazu entschieden, heute mal die 60, zumindest 60, in dem Recruitment-Banner hier aufzumachen, wo man den dann for free auf jeden Fall bekommt. Weil ich dann dadurch auch nochmal hier ein bisschen XP mitnehmen kann. Ich glaube, ich nehme die XP, weil diese Runen habe ich eigentlich relativ viel, brauche ich erstmal nicht unbedingt. Ja, nehmen wir dann noch XP mit, das lohnt sich also doppelt. Und dann mache ich nochmal die Advanced hier alle auf. Und dann kriegen wir beim Recruitment-Event hier quasi auch nochmal so eine Karte, wo wir auch nochmal zwischen ein paar SSS auswählen können, welchen wir nehmen wollen. Da weiß ich noch nicht genau, welchen ich als nächstes nehmen will. Deswegen behalte ich die Karte dann erstmal aber auf. Aber wir machen jetzt, ja, wir gehen rein. Wir gehen rein. Vielleicht kriegen wir ja noch ein extra Copy von Skur und Hattie. Wäre nicht schlecht, aber der ist jetzt erstmal nicht meine Prio im Moment noch nicht. Aber will ich auf jeden Fall schon mal mitnehmen, wenn der jetzt schon am Start ist. Also gehen wir rein. Giant Tower Puls, let's go. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Komm. Ich muss mal den Sound, glaube ich, ein bisschen lauter machen. Der Sound ist ganz leise. Ah, hier ist nichts drin in den ersten 10. Können wir den Sound ja auch mal ein bisschen lauter machen. Da sieht man, kriegt dann auch die extra Datenchips dann hier. So. So, dass wir wenigstens ein bisschen die Animation hören. Also man kriegt hier diese extra Datenchips und man kriegt auch diese 10, wo man hier mal austauschen kann. So, die ersten 10 waren nix. Ich will einmal eine Kopie von einem Helden bekommen, bevor ich im Pity bin. Das wäre geil. Also bevor ich sowieso den 60 Summons gemacht habe. Oh, Lila ist schon mal da. Wird es passieren? Wird es heute passieren? Wir schauen. Ich tippe auf Valvea. Ich habe richtig getippt. Ich sollte heute Lotto spielen gehen. Ha. Spaß beiseite. Ich denke nicht. Ja, weil wer brauchte ich eh noch einmal, um die auf Immortal zu kriegen. Jetzt haben wir die dann auch auf Immortal. Das ist natürlich sehr geil. Nehmen wir mit. Und jetzt kriegen wir noch mal einen. Vielleicht ist es ja jetzt Skur und Hattie oder wieder weil wer. Vielleicht auch Taylor. Mal schauen. Wir schauen rein. Taylor. Brauche ich zwar bald gar nicht mehr den Taylor, aber ja, okay. Der ist jetzt schon fast Immortal 5. Eine Copy fehlt noch. Vielleicht kriegen wir die ja sogar heute noch. Ja, es sieht auf jeden Fall wieder so aus, als würden wir wieder ins Pity gehen, wie immer. Aber es ist auch egal, heute. Zumindest. Ich muss eh 64 Stück aufmachen. Hier ist nichts drin. Von daher wäre es natürlich schön, wenn wir einen mehr mitnehmen, aber aufmachen müssen wir sowieso. Sonst habe ich nicht die 150 Dinger aufgemacht für die extra Karte, die ich euch im Recruitment-Event gezeigt habe. Ja. Und wir gehen straight into Pity. Let's go. Da kommt er jetzt. Der Skur und Hattie. Mal gucken. Ich habe seine Animation auch noch nie gesehen. Wie gesagt, habt ihr ihn ja auch noch nicht. Das ist meine erste Version jetzt. In den Sternen, Digga. Sehr geil. Bam. Ja, geile Animation auf jeden Fall. Willkommen im Team. Und noch irgendwas dabei? Nicht so aus. So, 4 Stück müssen wir noch aufmachen von den 5. Der Rest wird aufgespart. 1. Ja, mach hin. 3. 4. So, und jetzt gehen wir in die Advanced rein. Da machen wir alle auf, alle 86. Gucken, was wir Schönes bekommen hier. Vielleicht haben wir hier auch Glück und kriegen Anni Ruder oder so. Würde ich nehmen. Würde ich nehmen, sag ich, wie es ist. Da ist schon mal nix. Ich glaube, jetzt kam Pity auch hier, oder? Ne, 18, ne. Kommt noch kein Pity, also gucken. Vielleicht kriegen wir was. Nö. Nope. Nope. Jetzt kommt der Pity.
PDI brauchen wir so, also nicht gucken. Oh, was wir hier Schönes bekommen. Oh, Futter. Blub. Useless. Braucht überhaupt kein Futter mehr. Ich habe so viel Futter. Ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich brauche kein Futter mehr. Ich habe viel zu viel Futter von allem. Nutzlos. Nutzlos daher, was der Pool gewesen. Absolut nutzlos. Schauen wir mal, ob wir noch was bekommen. Nix. Ah, es ist noch nicht so. Läuft noch nicht so berauschend bis jetzt. Aber es kann noch was kommen. So ein Aniruda oder so würde ich schon feiern auf jeden Fall. Ich finde den ganz geil, den Champion Aniruda. Ah, nix. Jetzt kam jetzt schon wieder Pity. Ja, jetzt kam schon wieder Pity. Brauchen wir also die Animation nicht gucken. Und was kriegen wir diesmal? Kane. Okay, ist erstmal eine zweite Copy von denen. Können wir auch mal mitnehmen. Den habe ich irgendwie noch nie bekommen, so gefühlt. Sonst noch was dabei? Ja, es sieht nicht so aus. Nee. Ja, 26 nur noch. Ich glaube, ein Ding jetzt kriegen wir auf jeden Fall nochmal, ein Pity. Also mindestens ein Lila noch. Hier ist kein Lila, aber wir kriegen aber heute auch nur Pitys, ne? Wir kriegen sonst nichts geschenkt heute. Nichts geschenkt kriegen wir. Gönnt nicht. Ne, gönnt gar nichts, Alter. Die letzten müssen wir einzeln aufmachen. Da kriegen wir auf jeden Fall nochmal einen gegönnt bei zwei. Zack, der ist nichts, war klar. Jetzt kriegen wir ein. Serena! Brauche ich nicht, habe ich schon Immortal 5. Schmutz. Ja, vier Stück noch aufmachen. Ja, heute war leider ein Griff in den Ofen, würde ich sagen. Das Einzige, was zu brauchen war, war jetzt wer. Der Rest war Schmutz. Von der Wishlist hier auch nichts bekommen. Wishlist ist schon ein bisschen klein geworden. Ja, aber wir können auf jeden Fall jetzt die Karte hier mitnehmen. Da kriegen wir nochmal einen SSS-Champion. Ich muss mir aber noch überlegen, wen ich da nehme. Das weiß ich noch nicht. Und wir können jetzt hier in Giant Tower reingehen. Und ich werde, glaube ich, alles auf XP eintauschen. Das ist der Plan. Wow, mache ich das? Oder bin ich einfach so und warte auf den nächsten Giant Tower? Ich weiß nicht, ob die Chips weggehen. Das weiß ich gar nicht. Ah, die werden in Diamonds. Okay, dann schade. Sonst hätte ich gedacht, behalten wir die Chips und nehmen die fürs nächste Giant Tower. Geht aber nicht. Gut, dann haue ich die alle in XP rein. Dann kann ich wenigstens meine Helden ein bisschen leveln. Nehmen wir mit. Jo. Evolven. Können wir jetzt unsere Verwehr, wie ich gesagt habe, auf Immortal machen. Let's go. Nice. Haben wir die schon mal wenigstens auch Immortal. Ja. In dem Sinne, Leute, danke ich euch fürs Schauen vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Follow da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, wenn es heißt Eternal Evolution Time. In dem Sinne, Peace, haut rein.